Es ist Weihnachten und wir rollen nach Vegas. Nicht so ganz das typische Weihnachtsfeeling, aber hey, es gibt doch für alles ein erstes Mal. Gemeinsam mit Daisy und André von Cakes and Roads werden wir also hier die nächsten 24 Stunden wunderbar besinnlich verbringen. Ja, bitte. So, wir haben geparkt, mitten in Vegas auf dem Parkplatz vom Excalibur. Eigentlich darf man hier ja nicht übernachten, haben sie uns gesagt. Aber wir sind ja eigentlich nur hier, um unser gesamtes Geld zu verzocken und nicht um zu schlafen. Und deswegen werden wir jetzt mal essen gehen. Und wenn wir zurückkommen, sagen wir einfach, wir holen nur noch was fürs Zocken und gehen nachher wieder weg, falls irgendjemand fragt. Also, natürlich jetzt nicht ganz ideal, aber es ist halt Paid Parking. Und unter uns gesagt, also wenn ich irgendwo keine Skrupel habe, jemandem ein bisschen auf die Füße zu steigen, dann sind es Casinos. Also, wir machen das mal und schauen mal, wie das heute so klappt. Ready for party. Vegas, here we come. Also da hat jemand auch seine Autohöhe etwas falsch eingeschätzt. Aua. Das sieht sehr nach Parkgarage aus. Das tut mir auf jeden Fall schon vom Ansehen weh. Wow. André gibt alles für gute Fotos. Na, hast du ihnen auch $5 verrechnet? Ja, auch beim nächsten Mal müssten wir das machen. Aber es hat nicht lange gedauert und ich bin schon wieder komplett überfordert. Man kennt es ja von Vegas. Die Stadt ist einfach komplett krank. So die Reizbeballerung. Also, wie es jemand hier länger als 2 Tage in dieser Stadt aushält, frage ich mich auch. Aber gut. Die Schmecker sind verschieden. Bin dabei, Instagram Real Foto. Unfassbar, alles für die Fans. Das ist ja echt krank hier. Das ist da eine Driving Range, also Golf Driving Range in 4 Etagen hier. Die sind irre. Die Amis. So, nach einer halben Stunde Wartezeit sind wir im Ellis Island Barbecue angekommen. Wir haben an der Bar davor da hinten noch ein Bierchen getrunken. Jetzt kriegen wir hoffentlich endlich was zu essen. Frisch gefüttert geht's also ab auf den Strip. Hallo da, hi Roller, das ist unser Bereich. Die Stadt ist wirklich vollkommen irre. Aber es ist auch definitiv mal cool, diesen ganzen Wahnsinn mal zu erleben. Nimm Sophie an. Die kleinste Dose, die es gab. Gibt es dafür. Mal frisch das und ein Sixpack. Nee, 12-Pack. Erster Stopp, das Venetian. Hier haben sie ein kleines bisschen Venedig nachgebaut. Inklusive Gondeln und mehr oder weniger gut singender Gondolieri. Schaut sie euch an. Inception. Volle aushängen. Das ist alles ein Bildschirm hier. Die ganze Säule, beide Säulen, das ganze Ding, alles Bildschirm. Komplett Banane. Wir hangeln uns also von einem ihren Hotel und Casino zum nächsten, schauen André und Daisy beim Verzocken von $10 zu, was ganze 3 Minuten dauert, und landen in einem nach Cola riechenden Weihnachtsmarkt von Coca-Cola. Judith ist kaputt. Was ist los? Zu lange keine hohen Schuhe mehr angehabt. Nee, passt nicht.
passt nicht mehr zu meinem Leben. Wir sind zurück beim Auto. Wir müssen nur leise sein. Wir haben uns jetzt um den Security Guard herumgeschlichen und sind jetzt über unsere Fahrerkabine ins Auto, damit wir nicht die Treppe rauslassen. Großartige Aktion. Wir brechen in unser eigenes Auto ein. In diesem Sinne, gute Nacht. Nach einem Frühstück in Sin City haben wir dann auch genug von Irre. Heute ist Weihnachten und wir wollen uns in der Wüste ein nettes Plätzchen suchen. Auf iOverlander finden wir in der Nähe ein paar Hot Springs. Klingt doch ganz passend. Also Las Vegas haben wir hinter uns gelassen. 24 Stunden Vegas reichen. Aber nein, war ganz nett. Und jetzt fahren wir ganz weihnachtlich wieder in die Wüste. Mit T-Shirt, Fenster auf. Aber wir haben es mal versucht, mit der Musik uns noch ein bisschen in Weihnachtsstimmung zu bringen. Naja, richtig weihnachtlich ist es nicht geworden. Die Hot Springs waren trotzdem nett. Zwei Tage später geht es zu unserem nächsten Ziel. Der tiefste Punkt der USA ruft. Also auf in den Death Valley National Park. Wir sind euch einfach nur blind gefolgt. Sehr gut. Das heißt Goa Gulch Loop Trail. Ja. Aber ich glaube, der endet quasi im Golden Canyon. Okay. In Wirklichkeit heißt er ja Golden Canyon Trail. Aber sei es drum. Fast das Gleiche. Sind schon wieder so irre hier. Da volle Grün. Da hinten volle Golden. Irre. Schön ist da. Das ist irre, oder? Interessant hier. Der grüne Fels da so zwischen. Sowieso die Farben. Es fehlt nur noch der gelbe Stein in der Mitte, dann haben wir eine Ampel. Warte. Na schau. Steinampel. Es ist zwar Dezember, aber hier ist es gerade richtig warm. Wie das im Sommer ist, wollen wir uns gar nicht erst vorstellen. Nicht umsonst wird hier empfohlen, 2 bis 3 Liter Wasser auf den 11 Kilometer langen Hike mitzunehmen. Die Wanderung ist auf jeden Fall empfehlenswert und jeden Tropfen Schweiß wert. Haben wir jetzt den höchsten Punkt erreicht und den schönsten, also zumindest ist aber jetzt geht es nur noch bergab. Ziemlich fein.
Ja. Wir sind zurück. Wie war's? Es war sehr schön. Sehr mondig, maßig. Man hat sich jetzt zwischenzeitlich denkt, wenn man ist irgendwie auf einem anderen Planeten. Aber cool. Ja, war eine coole Wanderung. Welche war das jetzt? Golden Canyon Trailhead. Also zurück beim Auto. Wir werden uns jetzt hier irgendwo im Badwater Basin einen Stellplatz suchen, den uns die Dirt Trails empfohlen haben, wo sie vor kurzem waren. Lustigerweise darf man nämlich im Death Valley, obwohl es ein Nationalpark ist, campen. Zumindest an designierten Stellen. Ich glaube, eine Meile von der Main Road entfernt. Irgend sowas. Looking, wandering all the time, we see a kingdom. This is not my home. This skin and bone. The daylight will reconcile. Auch die haben's hergeschafft. Heute Schlafplatz mit Ausblick über das Death Valley. Guten Morgen aus dem Death Valley. Wie ihr seht, ich bin schon im Schraubermodus. Wir fahren nämlich heute weiter Richtung Joshua Tree, während die beiden hier in Richtung San Francisco aufbrechen. Und bevor das soweit ist, habe ich gesagt, ich helfe anderen noch mal bei der Tire Rotation vorne hinten. Dann tut er sich ein bisschen leichter, hat dann nämlich einen Wagenheber mehr. Der Werkstattmeister ist am Start. Auf geht's. Hinten steht er, vorne wird gepumpt, dann geht's los. Wehrt sich mit aller Kraft. Ach, sowas. Ich kann mir ausgegangen, dass es in so einem Workout ausartet hier. Ja. Ja. Alter. Das ist alles schon fertig. Schon zweite Seite aufgebockt. Jetzt wird gelöst. Unsere Hightech-Konstruktion hier. Ja, wir haben sie echt nicht losbekommen. Ich habe geschaut, wie wir irgendwie eine Verlängerung zusammenbekommen. Und dann habe ich einfach mein Ding mit einem 34er. Das passt zwar nicht, aber funktioniert trotzdem. It ain't stupid if it works. Tja, manchmal muss man sich einfach aus dem, was man dabei hat, irgendwie irgendwas basteln, was den Zweck erfüllt. Ganz egal wie, funktionieren muss es. Alles erledigt, Reifen sind getauscht, aufräumen, Kaffee trinken, verabschieden, weiter geht's. Tschüssi! Tja, weiter geht's. Wir sind mit den Videos zwar mittlerweile 5 Monate hinterher, aber wir reisen nun mal. Und das Videos veröffentlichen hat weniger Priorität als das Erleben der Reise selbst. Das mag für die meisten von euch selbstverständlich erscheinen, haben sich aber tatsächlich schon Leute darüber beschwert. Ich meine, logisch. Wenn man schon Videos von jemandem mit viel Aufwand gratis zur Verfügung gestellt bekommt, dann hat man schließlich auch ein Anrecht darauf, dass das gefälligst auch zeitnah geschieht. Tja,
So ist das nun mal im Internet. An all die anderen, die das nicht stört, schön, dass ihr weiter mit uns reist. Mit den besten Grüßen mittlerweile vom Meer aus Costa Rica.